Vor 60 Jahren wurde das deutsch-türkische Anwerbeabkommen unterzeichnet. Es regelte 1961 die Entsendung von Arbeitskräften aus der Türkei nach Deutschland. Zum Jubiläum zeigte der Landtag zwei Ausstellungen, die sich mit dem Leben türkischer Migrantinnen und Migranten und ihrer Familien in Deutschland befassen. In der Ausstellung Drei Generationen zeigte der Fotograf Günay Uluntunçuk lebensgroße Porträts von 17 Familien mit türkischen Wurzeln, Großeltern, Eltern und Kinder mit ihren individuellen Werdegängen. Die Ausstellung Viel erlebt, viel geschafft, viel zu tun – Geschichten aus der Migrationsgesellschaft beleuchtet 60 Jahre Migrationsgeschichte. Zur Eröffnung konnte die Vizepräsidentin des Landtags, Karina Gödicke, den türkischen Botschafter in Deutschland, Ahmet Başaşen, Landesintegrationsminister Dr. Joachim Stamp sowie den Geschäftsführer des Dokumentationszentrums und Museums über die Migration in Deutschland, Dr. Robert Fuchs, begrüßen. Die Vizepräsidentin eröffnete beide Ausstellungen. Sie sagte: Bis zum Stopp des Anwerbeabkommens im Jahr 1973 reisten nach und nach mehr als 850.000 Menschen aus der Türkei nach Westdeutschland ein, vor allem ins Ruhrgebiet, um dort in den Zechen, an den Förderbändern, in den Fabrikhallen und an anderer Stelle mit anzupacken. Fest steht für uns heute, der Wiederaufbau und der Aufschwung Deutschlands, unser heutiger Wohlstand und unsere heutige wirtschaftliche Stabilität hätte es ohne die Frauen und Männer aus der Türkei so nicht gegeben. Und für diese große Leistung, die unser Land nach den zerstörerischen Jahren des Krieges und der Diktatur wirtschaftlich wieder auf die Beine gestellt hat, sind wir diesen Menschen für immer dankbar und wir sind ihnen auch verpflichtet, diese Dankbarkeit deutlich zu machen. Und viele von ihnen, die gekommen sind, sind dann auch wieder zurückgekehrt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber viele sind auch geblieben und die haben ihre Familien nachgeholt oder Familien gegründet. Und so wurden dann aus den Gastarbeitern Schritt für Schritt erst Kumpel und Kollegen, dann, wenn es gut gelaufen ist, neue Nachbarn und wenn es ganz besonders gut gelaufen ist, dann wurden daraus auch Freunde. Und heute leben in unserem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, fast 1 Million Menschen mit türkischen Wurzeln. Der Botschafter betonte: Seit 60 Jahren ist Deutschland die Heimat vieler türkeistämmigen Menschen und die meisten türkeistämmigen Menschen außerhalb der Türkei. Wir haben, was man heute mit dem modischen Begriff Diaspora nennt, wir haben mindestens die Hälfte unserer Diaspora aus der Türkei in Deutschland. Die haben insgesamt, wie Sie auch gesagt haben, einen großen Beitrag geleistet für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Sie sind in einer Zeit des Aufschwungs gekommen, weil sie gebraucht wurden, aber der Aufschwung wurde größer, besser und Deutschland hat ja wieder eine führende Rolle in Europa und in der Welt, in den ersten 5 schon immer gewesen, bekommen. Und wirklich diese Gastarbeiter haben auch, die damaligen Gastarbeiter haben auch dazu beigetragen. Integrationsminister Dr. Stamp würdigte 60 Jahre Migrationsgeschichte. Er sagte: Teşekkürler, das ist das Wort, was wir heute vor allem in den Mittelpunkt stellen müssen. Teşekkürler, Dankeschön an die erste Generation, die zu uns gekommen ist. Und wir verdanken den Männern und Frauen dieser ersten Generation sehr viel. Und ich verneige mich vor den großen Lebensleistungen dieser Menschen. Sie verdienen die Anerkennung und den Respekt unserer gesamten Gesellschaft. Und auch den Kindern, den Enkeln und Urenkeln dieser ersten Generation, denen schulden wir etwas. Die Hürden, die sie noch zu oft wegen ihrer Herkunft im Alltag überwinden müssen, die müssen wir endlich wegräumen. Es darf nicht sein, dass ich aufgrund meines Nachnamens oder aufgrund meines Wohnortes, dass ich Schwierigkeiten habe bei der Arbeitsplatzsuche, bei der Wohnungssuche, dass es immer noch zu dieser Form von Alltagsdiskriminierung kommt. Und Dr. Fuchs hob hervor: Wir leben längst in einer Einwanderungsgesellschaft. Doch nur, und da bin ich auch bei Teilhabe, nur wer Anknüpfungspunkte zur Geschichte einer Gesellschaft hat, kann sich dieser auch zugehörig fühlen. Die Erfahrungen der Menschen,
die nach Deutschland kamen, und ihrer NachfahrInnen sollten sich in Schulbüchern, in den Medien, eben auch verstärkt in Ausstellungen widerspiegeln. Migration muss als Bestandteil, als zentraler Bestandteil der deutschen Geschichte verstanden werden.